Herzlich willkommen zur Sounddesign-Reihe der Sound Recording. Und in dieser Ausgabe wollen wir uns mal mit einem Plugin im Besonderen beschäftigen, nämlich Morph 2 von Synaptic. Und das ist gerade für Sounddesigner besonders interessant, weil es ermöglicht, zwei Sounds miteinander zu verschmelzen. Und zwar so, dass man dem einen Sound die Charakteristik des anderen Sounds aufprägen kann. Einfaches Beispiel dafür: Wir haben hier einmal eine Fläche. Und einen Drum Groove. Und mit Morph ist es jetzt einfach möglich, dieser Fläche den Drum Groove aufzuprägen. Das klingt dann so. Und gesteuert wird das Ganze hier über dieses XY-Feld in der Mitte. Wenn wir uns jetzt hier durchbewegen, dann ändert sich das Morph-Verhältnis immer wieder auf andere Art und Weise. Und wie diese beiden Sounds miteinander gemorpht werden, das bestimmt man hier auf der linken Seite mit dem Algorithm. Hier gibt es also verschiedene Algorithmen zur Auswahl. Wenn ich jetzt mal rüberwechsle zum Interweave-Algorithmus, tritt also hier oben zum Beispiel der Drum Groove deutlich mehr in den Vordergrund. Das Ganze klingt aber auch metallischer wiederum. Ich wechsle mal weiter zum Tight-Algorithmus. Hier habe ich hier unten schon leichte Elemente vom Drum Groove mit drin. Hier kommen ganz interessante Artefakte mit rein. Und weiter fein einstellen kann ich das noch hier mit diesen verschiedenen Processing-Parametern. Hier gibt es also beispielsweise den Ampsense-Parameter. Da steht im Manual, der gibt an, wie stark die Dynamik des Eingangssignals das Morph-Verhältnis bestimmt. Die Complexity wiederum bestimmt, wie komplex das Ausgangssignal ist. Also damit soll man beispielsweise aus einem sehr dynamischen Sound einen eher flächenartigen Sound machen können. Ich muss zugeben, ich konnte nicht immer ganz nachvollziehen, was diese Parameter tatsächlich tun. Das soll aber auch kein Kritikpunkt sein, weil gerade bei so einem Plugin, wo sich immer wieder alles verändert, je nachdem, was man tut und wo auch so viel vom Eingangssignal abhängig ist, macht es mir eher Spaß, damit herum zu experimentieren und zu schauen, was tun die Parameter eigentlich gerade, wenn ich mich hier durchbewege. Und in der Mitte gibt es noch einen Formant-Shift-Effekt, der ist allerdings ganz deutlich zu hören. Ich gehe nochmal zurück auf den Classic-Algorithmus. Ich kann jetzt hier beispielsweise die Formanten nach oben shiften. Oder auch nach unten. Auf der rechten Seite hier haben wir dann noch eine Mixer-Sektion. Da haben wir hier erstmal unser Output-Level. Und darunter können wir die trockenen Signale noch hinzumischen. Also hier unsere Fläche. Und hier unseren Drum Groove. Und ganz am Ende gibt es noch eine Reverb-Sektion, womit wir einfach noch einen einfachen Hall hinzupacken können. Das ist gerade hier bei diesem Flächensound sehr praktisch. Können wir eine Größe noch erhöhen und noch ein bisschen abdämpfen. Ja, das erstmal als kleiner Überblick über Morph 2, eine total schöne Spielwiese, und im nächsten Video werde ich mal auf konkrete Anwendungsbeispiele eingehen.